Perfekte Bedingungen herrschten im Obergurgl-Hochgurgl beim Zwischenstopp der US-Skistars rund um Michaela Schifrin und Lindsay Vonn. Krafttanken in der US-Trainings-Homebase im Ötztal. So lautet das Motto nach der Heim-WM von Wale und vor dem spannenden Weltcup-Finale. Mit perfekten Schwüngen will Schifrin heuer noch ihre dritte Slalom-Kristallkugel in Folge gewinnen. Das hatte zuletzt Vreni Schneider vor 20 Jahren geschafft. I really want the slalom globe, but it's hard to focus on that right now. Because I know that my skiing is good, my slalom skiing is really fast, but it only counts if I put it out in the races. And I tend to ski worse when I think about winning or think about the globe or the pressure. Top Schnee und schönes Wetter. Mit viel guter Laune blickt Lindsay Vonn im Ötztal auf die Saison zurück. Trotz schwerer Verletzungen hat sich die Amerikanerin heuer zur besten Rennfahrerin der Skigeschichte gekürt. Diese Saison war so wirklich sehr gut. Also ich bin sehr zufrieden. Ich kann besser sein. Also nächstes Jahr, ich werde wirklich eine gute Vorbereitung haben, weil ich kann ein bisschen mehr Skifahren. Ich werde alles geben und hoffentlich kann ich ja bis 2018 fahren und hoffentlich noch eine Olympiamedaille gewinnen. Das ist für mich die Hauptziel. Auch mit ihrer Heim-WM zeigten sich die US-Stars im Rückblick zufrieden. I mean, now I will always be one of the few American athletes who had a medal in a World Championships at home, and that's a cool thing. Für Vonn war Vail auch eine perfekte Bühne, um zusammen mit ihren Schwestern und Freund Tiger Woods ihre Foundation zur Förderung junger Menschen zu präsentieren. Ich wollte einfach die junge Mädels eine gute Inspiration geben. Also ein paar Sachen, dass sie haben nicht gelernt. Also wie man macht ein Ziel. Also ein paar Sachen, was im Kopf nicht leicht ist. Und hoffentlich kann ich ihnen helfen. Und das ist mein Ziel. Wieder einmal zeigte sich Obergurgl, Hochgurgl, der Diamant der Alpen. Von seiner schönsten Seite. Kein Wunder, dass die US-Stars hier die perfekte Vorbereitung für den spannenden Saisonschluss zelebrieren. It's really nice. It's a really nice European home for us. And there's so much activity in town and so many good restaurants and it's just comforting and it's good to be able to call a place home when you're so far away from home. Längst hat sich das US-Ski-Team, gewürzt mit viel Humor, an die lokalen Traditionen angepasst, inklusive Jodeln olé, 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 und Yoga am Berg. Yeah, I like to do yoga. I'm a beginner, but it's fun to do. I think that sounds so cool, to do yoga on the snow. For me, I love skiing. I love being in the mountains, and I think I would do something like that for sure. It sounds really cool.